Und damit hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play irgendwas. Und wir haben keine Munition für das Harpun-Ding gekauft. Warum nicht? Haben wir da nicht mehr? Oder habe ich das falsche Ding rübergepackt letztes Mal? Also das hier ist alles in unserem Safe. Ach, das sind die Ripper-Klingen. Da brauchen wir eigentlich nicht so viele. Was wir brauchen, sind die Harpun-Dinger. Da haben wir uns das mal alles rüber. Dann haben wir hier zumindest ein bisschen was. Laden den erstmal nach. Jetzt haben wir noch einen übrig zwar, aber den verschießen wir wahrscheinlich eh bald. Von dem her alles gut. Hey, eine riesige Tentakel blockiert die Transporttür. Sie hat sich um einen großen Tank gewickelt. Ein großer Tank? Stickstofftrichlorid. Die explodieren, wenn sie zu heiß werden. Perfekt. Ja, perfekt, ja. Ich weiß leider, oder ich habe eine Vermutung, was das bedeutet. Schwerelosigkeit ist hier noch nicht da. Wir haben hier einen Nachbrenner, falls wir hier nicht gescheit treffen sollten. Aber Leute, wie gesagt, ich habe eine Vermutung, was wir machen sollen. Und ich glaube aber, dass es dann relativ schnell zu einer richtig heißen, fetten Explosion kommen wird. Und da unten sind noch mehr von diesen Dingern. Und wir brauchen auch noch mehr. Das wird ziemlich sicher gleich sehr unschön werden. Oh, das ist gar keiner, der automatisch nachfüllt. Oder? Doch, er füllt automatisch nach. Leute, das wird gleich ein ordentlicher Bums werden. Haltet euch fest. Es hat funktioniert. Wir bewegen uns wieder. Wir warten weiter vorne auf Sie. Gut, ich sehe Sie. Wir treffen uns dort. Okay, war gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Ich dachte, um ehrlich zu sein, es wird gleich ein heftige Gegenwehr kommen. Aber so wie der Raum ausschaut, wird das wohl noch passieren. Okay, Ellie, halten Sie sich bereit. Noch einer. Was? Sind Sie irre? Das Ding in der Mitte? Wenn Sie das anzünden, wird alles hier drinnen abfackeln. Richtig. Sagen Sie, Strauss, er soll sich festhalten. Es geht los. Ach. Okay. Gut, dass wir unten noch mehr von diesen Dingern haben. Aber das wird hier definitiv eine richtig krasse Explosion werden wahrscheinlich. Wir haben hier noch ein paar von diesen Teilen. Und ich habe mir fast gedacht, dass da nochmal so... Ach komm. Und gleich das Ding dann daneben teilt. Okay, war's das schon? Das Ding hat eigentlich hier noch sein Eiter teil. Ach komm schon, jedes Mal hau ich da daneben. Aber irgendwie treffen wir trotzdem immer ganz gut. Okay, soweit, so gut. Ich könnte mir vorstellen, jedes Mal, wenn wir ein Ding abfeuern. Oh oh. Ich wollte gerade sagen, ich habe keine Stase mehr. Nein, komm schon, komm schon. Okay. Soweit, so gut. Er ist schon geschwächt. Wir allerdings auch. Ich schau mal. Okay. Nein, ich schau nicht, was wir da haben. Ich wusste nicht, dass da ständig neue kommen. Okay. Dann müssen wir wohl hier schneller weitermachen. Ich glaube, hinter uns ist wieder eins. Ich glaube, wir müssen schauen, dass wir schneller mit dem Brandbeschleuniger da fertig werden. Das
heißt, wir haben hier wieder ein Ding. Hauen das Ding jetzt da drauf. Da kommt noch einer von da drüben dazu. Ja, dann sollte es jetzt gut sein. Hoffe ich zumindest. Ich habe hier gerade noch ein kleines Problem. Erstens habe ich keine Muni mehr. Wir sollen zumindest dahinter. Das heißt, ich lasse den anderen Typen jetzt da mal schnell. Holy shit! Das ergibt ordentlich. Hornissennest, ja, das war wirklich ein Hornissennest. Ich weiß nicht wie. Oh Gott. Holy shit! Das war ein ganz schön krasser Boom. Die Dinge anders würde ich Ihre Sturheit sogar bewundern, Mr. Clark. Aber das hier ist bedeutender als Sie, bedeutender als das Leben aller auf dieser Station. Sir, die letzten Evakuierungsvorbereitungen laufen. Offenbar endet es jetzt. Ab hier ist alles nur noch Ballast. Isaac, was meinte er damit? Was meinte er, als er von Ballast redete? Er nutzt den Solarstrahl. Wir müssen den Transport stoppen. Oh, sofort! Scheiße! Ah! Oh, oh. Er hat die Station geteilt. Keine Möglichkeit mehr, um rüberzukommen. Bringen Sie uns zurück zur Station. Na los! Warum? Tun Sie es. Schnell! Die Ishimura. Wenn die Gravitationsstrahlen noch funktionieren, kann ich... Sie wollen den Regierungssektor zurückziehen? Isaac, das ist lächerlich. Wenn ich die Schienen ein paar Sekunden ausrichten kann, sollten Sie mit der Bahn rüberkommen. Seien Sie bereit und passen Sie auf Stross auf. Isaac, nein. Das ist eine ziemlich dämliche Idee. Mein Kopf ist voller dämlicher Ideen. Ja, das glaube ich ihm sogar. Das Problem ist, Leute, wir bräuchten Munition. Aber ich glaube, bei uns schaut es richtig scheiße mal wieder aus. Ja, Munition ist also so leer war unser Inventar schon lange nicht mehr. Also, das wird wohl nichts. Wir haben hier gar keine Muni mehr. Die haben wir gerade alles bei den anderen Typen da abgefeuert. Von dem her wäre ein bisschen Munition eigentlich nicht verkehrt. Aber aktuell schaut es nicht danach aus, als hätten wir hier irgendwie die Möglichkeit. Schauen wir mal, was da von uns zukommt. Wir fahren irgendwie sehr, sehr langsam. Meiner Meinung nach zu langsam. Aber es ist zumindest noch nichts passiert. Okay. Soweit, so gut. Das schaut mir irgendwie nach einem... Ja, es ist so eine Art Quarantäne-Durchgangsbereich. Wir haben hier einen Haufen Zeug auch am Boden. Wieder nur Credits. Um ehrlich zu sein, Credits bräuchte ich gerade eigentlich im Moment nicht. Was ich wirklich bräuchte, ist Munition. Kapitel 10, Leute. Die USG Ishimura. Kommt euch der Bereich bekannt vor? In der Flight Lounge sollte ein Computer sein. Ich kann den Status des Schiffs von dort aus checken. Sind Sie okay? Sie klingen ein wenig nervös. Als ich das letzte Mal hier war, lief es nicht so gut. Ich melde mich bald wieder bei Ihnen. Nicht so gut könnte man auch... Es ist auch eine gute Aussage. Wir haben wieder ein bisschen Munition wenigstens. Aber wir weiten noch nicht genug. Aber wir wissen ja, wie es auf dieser Ishimura ausschaut. Das heißt, wir können uns dort... Da war eigentlich mal eine Tür. Wir können uns aber hier eigentlich dann wieder relativ gut upgraden nochmal, wenn das alles noch so ist, wie es mal war. Aber hier ist nichts mehr, was wie es mal war. Schaut nach sehr großen Umbaumaßnahmen aus. Aber ist wahrscheinlich auch besser so. Was auch besser sein wird, ist, wenn wir hier mal wieder speichern. Das heißt, das tun wir. Better now.
als Leda. Und ich muss aber dazu noch sagen, ich habe ja noch meinen Spezi. Eiswürfel sind schon geschmolzen. Egal. So, wir haben hier eine Tür, in der wir eigentlich aktuell nicht durchgehen sollten, glaube ich. Aber das ist schon wieder sehr verdächtig. Wir haben hier einen weiteren Textlog mal wieder für euch. Ich habe keine Ahnung, wer den ganzen Rolle Klopapier braucht, um sich den Arsch abzuwischen. Aber wenn ich denjenigen erwische, reiße ich ihm den Arsch auf. Das ist das fünfte Mal in dieser Woche, dass irgendein Vollpfosten die Klos hier drinnen verstopft hat. Wir sind im All, Herrgott. Wenn die Leitungen hier den Bach runtergehen, muss jemand da raus und den Helm voll Scheiße einsammeln. Und das sauber zu machen. Hört auf damit. Ja. Das ist mal eine Daten- oder eine Textdatei, die ich mir sogar selber, die ich euch sogar vorlesen möchte. Die war ganz cool. So, wir schauen mal nach, was hier sonst noch so ist. Ein Energieknoten zum Beispiel. Und etwas, was ein bisschen Unruhe stiften soll. Ein bisschen Muni wäre mir ehrlich gesagt immer noch lieber. Hier haben wir nochmal einen Audio-Log. Golan, Heidrich hier. Du hörst wirklich nichts, wenn du die Toiletten putzt. Ich schwöre, dass ich in jeder Schicht etwas in den Wänden höre. Sowas wie ein Kratzen. Wenn ich still stehen bleibe, hört es auf. Wenn ich mich wieder bewege, wartet es ein bisschen und macht dann weiter. Heute folgte es mir direkt unter meinen Füßen, als ob es mich belauert. Ich ertrage das nicht, Mann. Dieses Schiff ist verflucht. Es ist ein böses Omen, dass es hier ist. Ich beantrage meine Versetzung. Und das solltest du auch. Okay, das könnte der Kloverstopfer sein, der quasi finden will, dass die Viecher da rauskommen. So, wir haben wieder einen Knoten gefunden, was ich sehr, sehr begrüße. Wir bräuchten jetzt quasi als nächstes eine Bench und einen Shop. Was haben wir hier hinten noch Schönes? Schadensbericht. Schwerkraft- und Lebenserhaltungssysteme auf Notreserve. Primärsysteme offline. Hauptzentrifuge ist aufgrund von Reparaturarbeiten offline. Scheiße, das habe ich mir gedacht. Was? Die Schwerkraftzentrifuge wird repariert. Ich muss runter zum Maschinendeck. Das könnte interessant werden. Na toll. Ist das sicher? Ich wüsste nicht wie, aber ich werde es Sie wissen lassen. Ja, also das glaube ich jetzt auch nicht, dass es sicher ist. Hätte mich gewundert. Wir schauen es trotzdem einfach mal an. Ich finde es cool, dass sie das alles hier so mit Umbaumaßnahmen und so weiter alles zugekleistert haben. Es gibt halt der Ishimura nochmal einen ganz anderen Eindruck im Vergleich zum ersten Teil. Ich bin ganz froh, dass wir mittlerweile den Untertitel eingebaut haben, weil man versteht ehrlich gesagt kaum noch was, wie ich finde. So. Dann schauen wir mal. Wo wir hier rauskommen. Ich weiß noch nicht, normal dürften hier eigentlich nicht allzu viele Viecher drauf sein. Aber sagt das lieber mal nicht zu früh. Kommt euch der Raum noch bekannt vor, Leute? Dead Space 1. Da ist das mehr oder weniger der Raum, glaube ich, wo wir hier unseren Lasercutter finden. Oder zumindest den ersten Mal mit Infizierten einen Kontakt treten. Während wir dann hier durch den Aufzug versuchen zu fliehen. Glaube ich, läuft uns das doch dann hinterher. Irgendwie sowas war das. Und wir haben hier eine Bench. Die werden wir natürlich betreten. Und uns anschauen, was wir hier Schönes haben. Das Ding haben wir ja, glaube ich, letztes Mal komplett eigentlich durch. Impulsgewehr, da haben wir schon die Kapazität. Beim Ripper, da haben wir schon das. Da können wir hier die Sekundärfeuer erhöhen. Wie lange das läuft. Das wäre eigentlich ein Knoten wert erstmal. Schauen wir mal beim Harpunengewehr. Kapazität.
Das ist ja auf jeden Fall was, was wir haben wollen. Das heißt, wir machen auf jeden Fall mal hier den Schaden und die Nachladen, um dann beim nächsten Mal die Kapazität erhöhen zu können. Denn einen Punkt, wie immer, lassen wir uns natürlich fürs erste Mal übrig. Aber wir machen somit schon mal ein bisschen mehr Schaden. Noch mehr Kapazität können wir beim nächsten Mal holen. Sekundärfeuer und Tempo, glaube ich, brauchen wir nicht. Das heißt, wir werden es wahrscheinlich hier dann erstmal belassen. Könnten hier allerdings nochmal gut weitergehen mit einem weiteren, dann nochmal Kapazität nachladen erhöhen, Schaden erhöhen, nochmal Kapazität erhöhen. Also das wäre durchaus noch ein Weg, den wir gehen können, der uns auf jeden Fall interessant, also der auf jeden Fall interessant wäre. Beim Rick, da bin ich immer noch am Überlegen, ob wir hier diesen langen Weg auf jeden Fall gehen sollen. Vielleicht, wenn wir genug Knoten dann über haben. Mal schauen. Einfach viel zu viel Geld. Und ich möchte erst den letzten Anzug haben, bevor wir das Geld unnötig in Knoten investieren. So, so weit, so gut. Es ist verdammt wenig los hier auf dem Schiff. Also, okay. Der Ort hier kommt mir auch vor, bekannt vor. Ich sehe auch da, wo die Monorail dann auf der anderen Seite ist. Da ist auch Zeug da drüben. Und wir werden definitiv darüber kommen wahrscheinlich. Schauen uns aber erstmal noch an, was wir hier in den Spinden finden. Leider nicht wirklich etwas. Speichern haben wir, glaube ich, gerade erst. Sollte aber nicht schaden. Denn mit dem Speichern endet auch diese Folge. Ein bisschen kürzer, aber ich glaube, dass jetzt gleich dann ordentlich was abgehen könnte. Weil, wie gesagt, es ist jetzt hier die ganze Zeit relativ ruhig gewesen. Von dem her bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Episode dann wieder. Tschaußen!